Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Vorkommnisse in der Landesaufnahmestelle in Braunschweig und der Umgang der Landesregierung damit offenbaren, dass in Niedersachsen mit zweierlei Maß gemessen wird. Auf der einen Seite haben wir Ordnungswidrigkeiten, die natürlich ganz konsequent bis ins Letzte verfolgt werden. Da kann sich jeder von uns ganz sicher sein. Und auf der anderen Seite hören wir davon und erleben wir, dass hier ein massenhafter Sozialhilfebetrug begangen wird, offensichtlich oder anscheinend mindestens der Verdacht dazu besteht, dass aber die staatlichen Stellen diesen nicht mit der notwendigen Konsequenz entsprechend verfolgen. Und das Eingeständnis, meine Damen und Herren, dass dies aus Angst vor Rassismusvorwürfen passiert ist, dass also staatliche Stellen die Augen zudrücken, mindestens aber zurückhaltend agieren und sich nicht daran an diese Dinge rantrauen, bestätigt unsere Befürchtung, wie wir sie schon vielfach in diesem Parlament auch geäußert haben. Dass nämlich die Angst davor, nicht am Ende der rot-grünen Gesinnung zu entsprechen mit dem, was man tut, und die Angst davor, dass, wenn man dann tatsächlich sich nach Recht und Gesetz verhält, in bestimmten Situationen damit rechnen muss, gesellschaftlich, wenn nicht sogar dienstlich, in irgendeiner Weise Nachteile zu erfahren und geächtet zu werden, dass dies dazu führt, dass in Niedersachsen Recht und Gesetz unterschiedlich angewandt werden. Das, meine Damen und Herren, ist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, ein dramatischer Befund, ein dramatischer Zustand, in dem sich Niedersachsen, in dem sich unser Land im fünften Jahre der rot-grünen Regierung befindet. Unausgesprochene, aber durchaus vorhandene Erwartungen bestimmen das Verwaltungshandeln in Niedersachsen, auch wenn dadurch gegen Recht und Gesetz verstoßen wird. Das Primat des Rechts wird immer wieder in Frage gestellt und am Ende politischer Opportunität geopfert und politische Opportunität über Recht und Gesetz gestellt. Und damit, meine Damen und Herren, wird der Rechtsstaat in seinen Grundzügen in Frage gestellt, was das wesentliche Verständnis ein dramatisches Verständnis ist und dramatische Folgen hat des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger in unseren Staat. Liebe Frau Kollegin, die Fakten sind dramatisch und Sie müssen sich dem stellen. Minister Pistorius wird dem im Zweifelsfall entgegenhalten, das seien natürlich alles nur bloße Unterstellungen ohne jeglichen faktischen Hintergrund. Es würde das Wunschdenken der Opposition sein und am Ende gäbe es dafür keine Beweise. Meine Damen und Herren, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben ein Eingeständnis des Landeschefs der Landesaufnahmebehörde, der deutlich gesagt hat, nachdem in der Pressekonferenz davon nicht die Rede war, im Ausschuss deutlich gesagt hat, ja, die Angst vor Rassismusvorwürfen war hier eine der treibenden Kräfte dafür, dass man diesen Dingen sich nicht in der Konsequenz gestellt hat, wie es notwendig gewesen wäre. Wir haben in dem Prozess bezüglich der Wolfsburger Terrorzelle, muss man sagen, einen Polizeibeamten in Celle erlebt, der gesagt hat, dass es eben ein Politikum sei, in Moscheen zu ermitteln und bezüglich Moscheen zu ermitteln, weshalb man lieber die Finger davon lässt. Und wir haben eine Vorwegnahme der rot-grünen beabsichtigten Änderung des Verfassungsschutzgesetzes erlebt, indem man eben die unter 16-Jährigen nicht mehr gespeichert hat und schon mal gesagt hat, das wird ja kommen und deshalb machen wir das nicht. Und genau eine unter 16-Jährige beginnt am Ende einen Anschlag auf einen Polizeibeamten. All das sind konkrete Beispiele dafür, dass diese rot-grüne Gesinnung eben das Verwaltungshandeln bestimmt und Recht und Gesetz am Ende untergepflügt werden. Und das ist unverantwortlich und das ist die Verantwortung dieser Landesregierung. Und anstatt dieses Problem mal zu realisieren und anstatt sich dieser Problematik zu stellen, wird eben einfach drüber weggegangen. Es wird nicht wahrgenommen, dass hier grundlegend etwas schiefläuft, wofür die Regierung die Verantwortung trägt. Es werden in den Einzelfeldern erklärt, ja, das sind einzelne Vorfälle gewesen, Missverständnisse, so wird es hier versucht zu relativieren, Mitarbeiter, die aus völlig unerklärlicher Art und Weise hier übers Ziel hinausgeschossen seien und man könne das überhaupt nicht nachvollziehen. Es wird also versucht, die Dinge zu bagatellisieren und kleinzureden und eben über diese grundlegenden strukturellen Probleme hinwegzutäuschen. Und das, meine Damen und Herren, ist verantwortungslos. Es ist besonders verantwortungslos, weil sie mit dieser Politik genau denjenigen in die Hände spielen,
die zum Beispiel bei dieser Frage, wie es in der LAB in Braunschweig war, die genau sozusagen die Frage sozusagen von Flüchtlingen in Deutschland versuchen zu instrumentalisieren für ihre Zwecke, die genau auf solche Fälle warten, um am Ende populistisch auf dem Rücken der Flüchtlinge Politik zu machen. Und wenn man sich diesen Herausforderungen nicht stellt, wie die Landesregierung das tut, betreiben sie das Geschäft derer, die auf solche Gelegenheiten gewartet haben. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Sorgen Sie, Herr Minister, dafür, dass Sie diese Missstände abstellen, dass Sie sich dem nur grundlegend stellen und nicht immer versuchen, einfach darüber wegzutäuschen. Und Herr Ministerpräsident, wenn der Minister dafür nicht in der Lage ist, sorgen Sie dafür, dass mindestens der ehemaligen Mitarbeiterin, einer ehemaligen Mitarbeiterin dieses Landes, Gerechtigkeit widerfährt, dass Sie sich bei ihr entschuldigen und dafür sorgen, dass sie wieder eine ordentliche Anstellung in der Landesverwaltung ist und sie nicht einfach, weil sie nicht ihren politisch opportunen Vorgaben entsprochen hat, ihren Job verliert und bestraft wird. Das ist im Ergebnis völlig unerträglich.